Wurmberg bei Pforzheim. Die Freunde von Stefan Mappus wollen den Mappussteg einweihen, 4 Jahre nach seinem Bau 2008. Der ehemalige Ministerpräsident hatte sich damals dafür eingesetzt. Der CDU-Ortsverein findet es richtig, dass der Steg endlich seinen Namen trägt. Auch wenn gegen Stefan Mappus ermittelt wird. Wir machen dieses Fest, weil wir den Herrn Mappus sehr gut leiden können. Er hat ja nichts Falsches gemacht. Er hat ja nicht in böser Absicht. Er hat doch das zum Wohnen von Baden-Württemberg gemacht. Und da eigentlich einfach müssen wir Solidarität zeigen. Und es gibt auch noch gewisse Werte, die man beachten sollte. Und da meine ich einfach, die müssen wir jetzt rüberbringen. Ich grüße schon die, die da sind, recht herzlich. Ja. Doch wird Stefan Mappus kommen? Seit Monaten ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Ein gescheiterter Politiker. Hier jedenfalls haben seine Getreuen die Affäre vergessen, die vor 1,5 Jahren mit einer geheimnisvollen Reise begann. Flughafen Frankfurt. Dirk Notheiß, der Chef von Morgan Stanley Deutschland, und Stefan Mappus, der Ministerpräsident, treffen sich. Das Dinner ist für 21 Uhr bestätigt. Der Flieger geht um 18.15 Uhr ab Frankfurt. Schaffst du es, um 17.30 Uhr allerspätestens am Frankfurter Flughafen zu sein? Das ist entscheidend. Gruß, Dirk. Die Operation Olympia läuft an. Das Codewort für Mappus Superdeal. Der Plan? Die Anteile der Franzosen am baden-württembergischen Energiekonzern NBW zurückzukaufen. Ein milliardenschweres Aktienpaket. Mappus und Notheiß treffen in Paris auf ein ungewöhnliches Paar. Auf Henri Proliot, den Chef der Électricité de France, EDF, und auf René Proliot, Chef von Morgan Stanley Frankreich, Zwillingsbruder von Henri Proliot. Ein Treffen unter Brüdern und Freunden. Dennoch ist Stefan Mappus angespannt. Wird der Chef der EDF Henri Proliot mit sich reden lassen? Bis dahin hatte er alles abgeblockt. Er wollte nicht verkaufen. Das Treffen beginnt mit einem Paukenschlag. Denn der EDF-Chef erklärt, dass man über alles reden könne, auch über den Kauf der Aktien. Stefan Mappus ist erfreut und beeindruckt, wie er später im Untersuchungsausschuss zum NBW-Geschäft schildert. Die Atmosphäre mit Herrn Proliot war insofern eine besondere, als Herr Proliot ist einer der höchst angesehenen Manager in Frankreich. Das wird man sicherlich nur, wenn man hervorragende Leistungen vorweisen kann. Und man merkt natürlich, dass er unglaubliche Erfahrung hat. Und ich sage das aber wirklich im positiven Sinne, mit allen Wassern gewaschen ist. Stefan Mappus ist aufgewühlt. Kann er tatsächlich über alles verhandeln? Würde sich ihm hier die Chance eröffnen, den Coup seines Lebens zu landen? Zusammen mit seinem Freund Dirk Notheiß? Am nächsten Morgen beginnt eine Serie von E-Mails, die den erstaunlichen Umgang von Notheiß mit Mappus beleuchten. Der Banker gibt den Ton vor, der Ministerpräsident empfängt. Das war vielleicht das wichtigste Dinner deiner politischen Karriere. Und geschmeckt hat es auch noch. Und Stefan Mappus antwortet: Super und vielen Dank. Liebe Grüße, Stefan Mappus. So etwas hat selbst der erfahrene Kommentator der Süddeutschen Zeitung Heribert Prantl noch nicht erlebt. Was für ein Verhältnis zwischen Banker und Politiker. Wenn man den E-Mail-Verkehr liest, dann meint man manchmal, man liest einen Comicstrip.
Es ist wie, als Kinder haben wir Fix und Foxy gelesen. An so etwas erinnert mich das gelegentlich, wie da die Figuren miteinander umgehen. Diese kumpanenhafte, kumpelige Art und Weise, die aber gleichzeitig ganz großen Anspruch hat. Wir machen jetzt Geschichte, wir machen Wirtschaftsgeschichte, wir verändern das Land. Und wir zwei sind diejenigen, die das packen. Zu dieser Zeit steht Stefan Mappus unter Druck. Die Wahlen stehen an in Baden-Württemberg, doch seine Umfragewerte sind schlecht. Er kämpft ums politische Überleben, will das Vertrauen von Angela Merkel nicht enttäuschen. Der Streit um das Bahnprojekt Stuttgart 21 schadet ihm. Er markiert den harten Mann. Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten, viele Verletzte. Deshalb hofft er jetzt auf den Befreiungsschlag, den NBB-Deal. Anderthalb Jahre später. Rede und Antwort stehen vor dem Untersuchungsausschuss im Landtag. Für Stefan Mappus ist jede Falschaussage strafbar. Auch Dirk Notheiß muss sich rechtfertigen. Warum hat Mappus ausgerechnet ihn, seinen Freund, für den Deal verpflichtet? Für die beiden ist alles klar. Was ist daran auszusetzen? Ich habe mich dann daran erinnert, dass einige Jahre zuvor Morgan Stanley den Börsengang der EDF begleitet hat. Nach meinem persönlichen Kalender habe ich deshalb am 25. Oktober 2010 Herrn Dr. Notheiß, den mir persönlich bekannten Vorstandsvorsitzenden von Morgan Stanley Deutschland, angerufen und ihn gebeten, unter Nutzung seiner Kontakte schnellstmöglich ein Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden der EDF, Herrn Henri Broglio, zu arrangieren. Ich habe ihm damals dann empfohlen, meine Kollegen in Paris, der Bruder von Henri Broglio, mit einzubeziehen, weil das zum einen ermöglicht, wahrscheinlich etwas kurzfristiger einen Termin zu bekommen und zweitens, weil ich es für richtig damals hielt, dass wir jemanden dabei haben, der zu sagen, Broglio gut kennt und wir eine gute Atmosphäre für dieses Gespräch a priori voraussetzen konnten. So hat das Ganze begonnen. Alles ganz normal also. Andreas Stoch, SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss, glaubt den beiden kein Wort. Es sollte erzählt werden, da hat ein Ministerpräsident einen sehr angesehenen Investmentbanker beauftragt mit diesem schönen Satz, es darf niemandem zum Vorteil gereichen, wenn er einen politischen Entscheidungsträger kennt, aber eben auch nicht zum Nachteil. Und diese Geschichte, die hat an allen Ecken und Enden irgendwann nicht mehr gepasst und nicht mehr gestimmt. Und da können wir ziemlich sicher sagen, dass das nicht der Wahrheit entsprach. Doch was verbergen Stefan Mappus und Dirk Notheiß? Warum sollten sie eine Geschichte konstruieren, die nicht der Wahrheit entspricht? Hat der Banker von sich aus den Deal eingefädelt und nicht der Ministerpräsident? E-Mails von Dirk Notheiß legen diesen Verdacht nahe. Schon Ende Oktober, noch vor dem offiziellen Auftrag durch Mappus, bittet Notheiß seinen Kollegen René Broglio in Frankreich um Unterstützung. René soll seinen Zwillingsbruder zum Deal überreden. Denke daran, Henri Broglio wird möglicherweise nie die Mehrheit an dem Unternehmen bekommen. Wenn ich er wäre, würde ich es machen. Eine E-Mail, die zeigt, bereits da spricht René mit Henri über die NBW, der eine Bruder mit dem anderen, rein geschäftlich versteht sich. Schriftlich bestreitet René Broglio einen Interessenskonflikt, den sieht auch die Investmentbank Morgan Stanley nicht. Und schweigen dazu, ob der Deal nicht schon früher eingefädelt worden sei. Es sind sehr eindeutige Hinweise inzwischen vorhanden, insbesondere auch durch die Vernehmung des ehemaligen NBW-Vorsitzenden Gerhard Goll, der nämlich aus der EDF gehört hat, dass Herr Mappus seinerseits im Oktober bereits bei der EDF angerufen habe und mitgeteilt habe, er wolle diese Anteile erwerben. Uns hat er noch erzählt, er sei von einer Asienreise zurückgekommen. Dort hat ihn offensichtlich die Weisheit geküsst und er habe sich dann entschlossen, hier proaktiv vorzugehen. So war seine Erzählung. Wir wissen inzwischen, dass dies alles nicht gestimmt hat. Herr Mappus hat sehr zielgerichtet agiert und die EDF hat zu keinem Zeitpunkt Verkaufsinteresse signalisiert. Da
das Drehbuch für den Mappus-Deal, geschrieben von einem Investmentbanker, der immer auf Achse ist. Dirk Notheis verfasst es auf einem Flug nach New York mit seinem BlackBerry. Auf 4 Seiten gibt der Banker detaillierte Anweisungen, was Mappus in Stuttgart zu tun und zu lassen hat. Es sind Dokumente, die nie für die Öffentlichkeit gedacht waren. Mit wem muss gesprochen werden und wann? Erwin Teufel. Ihn werden die Journalisten anrufen und sie werden den Deal als Loslösung des Ziehsohns vom Altmeister interpretieren. FDP, die müssen an Bord sein, ohne Wenn und Aber. So ein Deal ist nicht ganz einfach für Ordoliberale. Den Wirtschaftsminister würde ich mit zur PK nehmen und ihm gegebenenfalls einen Aufsichtsratsposten in Aussicht stellen. Ein Investmentbanker, der einen Politiker wie eine Marionette an Fäden herumführt. Durch den Ton, der hier zutage trat, wurde aus meiner Sicht auch so ein persönliches Grundgefühl der Akteure deutlich. Diese, ich habe es Allmachtsfantasien genannt. Herr Notheis hat ja den Eindruck vermittelt, auch sprachlich, er könne alle Figuren auf dem Feld nach seinem Belieben hin und her rücken. Notheis kommt ja aus der Politik, er war JU-Vorsitzender, er kommt aus der Welt, in der Mappus geblieben ist. Und plötzlich spielt er die Doppelrolle. Er ist sowohl der Wirtschaftsführer und der Dirigent der großen Geldströme, als auch derjenige, der wieder in seiner alten Heimat agiert, dort, wo er herkommt, wieder die politischen Strippen zieht und jetzt auch eine Strippe, an der sein Freund, der Ministerpräsident, hängt. Es ist für ihn, glaube ich, ein großes, großes Vergnügen, eine große Lust. Was verbindet den smarten Investmentbanker mit dem bulligen Ministerpräsidenten? Es ist ja nicht gänzlich unbekannt, dass ich mit Herrn Dr. Notheis befreundet bin. Da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Wir kennen uns aus den Tagen der Jungen Union. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann wir uns da begegnet sind zum ersten Mal. Aber ich war Kreisvorsitzender der Jungen Union im Landkreis Karlsruhe, der JU Karlsruhe Land. Und Herr Mappus war damals für die JU im Enzkreis tätig. Das müssten, wenn Sie zurückblicken, roundabout 20 Jahre gewesen sein. Beide kommen aus der badischen Provinz. Stefan Mappus, 1966 geboren in Mühlacker Enzberg. Er wächst als einziger Sohn eines Schuhmachers in einfachen Verhältnissen auf, lernt Industriekaufmann. Der Geburtsort von Dirk Notheis liegt nur wenige Kilometer entfernt in Ettlingen, einer kleinen Provinzstadt. Der ehrgeizige Sohn eines Arztes kommt schnell in der Jungen Union nach oben. Er fördert Stefan Mappus. Der macht prompt Karriere in Erwin Teufels CDU. Liebe Freundinnen und Freunde. Edith Grupp, Nachfolgerin von Dirk Notheis als Landesvorsitzende bei der Jungen Union, ist bis heute stolz darauf, mit beiden befreundet zu sein. Sie haben sich immer sehr eng ergänzt in unterschiedlichen Fähigkeiten. Dirk Notheis, wird ja auch geschrieben, ist ein brillanter Netzwerker, jemand, der langfristig denkt, der Menschen zusammenbringt. Stefan Mappus ist jemand, der eine Begabung hat, Sachverhalte schnell zu erfassen und auch keiner Konfrontation aus dem Weg geht. Und in dem Zusammenwirken haben sie sehr wohl sehr viele Erfolge und auch neue Ideen in die Partei gebracht. Dirk Notheis entscheidet sich gegen die Politik, macht Karriere als Banker, immer bemüht, alte Kontakte zu pflegen. Kontakte, die wichtig sind für gute Geschäfte. Stefan Mappus wird Staatssekretär, schließlich Minister. Und dann der große Tag, Vereidigung als Ministerpräsident. Mappus ist auf dem Höhepunkt seiner Macht, umringt von vielen Bewunderern. Einige Monate später, Mappus reist mit einer Delegation zum Papst. Wieder mit dabei, klar, sein Freund Dirk Notheis. Stefan Mappus gibt sich Hemdsärmel. Ich will Kante zeigen, ein verlässlicher Politiker sein. Er gilt als konservativer Hoffnungsträger seiner Partei. Dass ihn manche mit Franz Josef Strauß vergleichen, schmeichelt ihm. Wenn dann ist er in Westentaschen, Franz Josef, eine Zwergausgabe ihm fehlt. Die Intellektualität,
die Historizität, all das, mit dem Franz Josef Strauß, im Übrigen auch Helmut Kohl, gerne geprunkt haben. Dieses große, echte oder vermeintliche Wissen von der Welt und ihrer Geschichte. All das hat er nicht, aber der Habitus ist da. Während Stefan Mappus eher in der Provinz spielt, ist sein Freund Dirk Notheiß global unterwegs. In Berlin ist er bestens vernetzt. Für Angela Merkel macht er Wahlkampf, berät die CDU in der Finanzkrise. Man kennt sich. Für den Banker ist das Gold wert. Doch der NBW-Deal hat dieses Netzwerk von Notheiß und Mappus schwer beschädigt. Mich bekümmert das, weil ich beide kenne als Menschen, die sich mit Leib und Seele für die CDU Baden-Württemberg, früher für die Junge Union, eingesetzt haben. Und weil ich natürlich schon sehe, dass Erfolg und Scheitern oftmals nur ein Wimpernschlag auseinander ist. Hier in der Provinz halten sie zu ihrem ehemaligen Ministerpräsidenten. Die prominenten Politiker in der Parteispitze hingegen haben ihn längst fallen gelassen. In Wurmberg warten sie auf den Ehrengast. Er war mir sehr sympathisch in der Zeit, wo er tatsächlich an der Regierung war. Und dass im Häuser mitspielen, wenn man sucht, wird man bei jedem etwas finden. Auch die, die jetzt so stark anklagen. Wenn man so viele Leute ansetzen, die da drauf, wie sie auf ihn ansetzen, dann wird man für jeden, auf jedem etwas finden. Und auf sie und auf mich auch. Wenn man fertig machen will, kann man das immer. Ne? Also jeder macht Fehler, ne? Aber man sollte nicht so runter tun. Ne? Und tatsächlich, Stefan Mappus kommt mit seiner Frau und den beiden Söhnen. Also wir haben fest gerechnet, weil wenn er Ja sagt, dann gilt es auch für ihn. Würde ich sagen, ne? Wir sind da natürlich alle glücklich. Sie sehen es ja, es geht Leben auf. Oh ja. Aber ich hole schon nach. Hallo. Und vielen Dank nochmal für die Unterstützung, gell? Immer, ja. Umgekehrt genauso. Das freut uns. Da ist ja für alle was dabei, auch für die Grünen, wie man an der Farbe sehen kann. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Er war es, der die CDU-Herrschaft im Land nach fast 60 Jahren verloren hat. Kaum zu glauben, dass sie zu ihm halten. Stefan Mappus, dem ehemaligen Ministerpräsidenten, dem Macher, der sich möglicherweise von einem anderen steuern ließ. Macht und Marionette. Der Banker gibt den Wortlaut für den Deal vor, bis ins Detail. Und Stefan Mappus übernimmt. Aus diesen Gründen haben wir gehandelt, und zwar proaktiv. Der Zeitpunkt für einen proaktiven Schritt, proaktiv, proaktiv, proaktiv. Und deshalb habe ich proaktiv gehandelt. Selbst für Pressekonferenzen gibt Dirk Notheiß die Texte vor. Den Deal hätte auch die schwäbische Hausfrau gemacht. Die viel zitierte schwäbische Hausfrau wäre, meine Damen und Herren, damit hochzufrieden. Notheiß ist der Herr. Mappus, der Knecht. Jedenfalls, er ist das ausführende Organ. Er spielt seine Rolle so, wie Notheiß sie in den E-Mails ihm vorgibt. Bis dahin, wie er mit anderen Politiker, mit Kabinettsmitgliedern, mit Anrufern aus der Bankenwelt umgehen soll. Es ist, oder auch bis hin zum Wortlaut, in der Art und Weise, wie er sich im Landtag äußert. Es bleibt einem ja die Luft weg, wenn man diese Äußerungen sieht, weil es was Entwürdigendes hat. Da ist jemand im Hintergrund, der die Fäden zieht. Insofern ist man doch bei der Marionette. Das Drehbuch aus dem BlackBerry. Wissenschaft. Du solltest idealerweise einen renommierten Volkswirt aus Baden-Württemberg haben, der das Ganze gut findet und den die Presse zitieren kann.
Anwaltskanzlei? Sollte verschwiegen sein und aus dem Ländle kommen. Mein Vorschlag wäre Gleis Lutz, Herr Dr. Schockenhoff. Vorteil, verschwiegen und gut. Und selbst für die Kanzlerin hat Notheiß eine Rolle. Sie soll ein Treffen mit Sarkozy organisieren. Du fragst Mutti, ob sie dir das arrangieren kann. Ein Investmentbanker, der einem Ministerpräsidenten jeden Schritt genau vorschreibt, ist das immer so bei großen Deals? In der Bankenmetropole Frankfurt schweigt Morgan Stanley. Wir finden einen ehemaligen Investmentbanker, der Auskunft gibt. Wislaw Jurtschenko hat lange für die Schweizer Großbank UBS gearbeitet, war bei zahlreichen solcher Megadeals selbst beteiligt. Ist es immer so, dass ein Banker derart den Ton angibt? Mir scheint es so zu sein, als hätte Dirk Notheiß hier die Rolle eines Regisseurs in einer Inszenierung übernommen und weniger eines Investmentbankers im Rahmen einer normalen Transaktion. Das Verhalten scheint mir wenig professionell zu sein. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das Verhalten von Herrn Notheiß möglicherweise den internen Standards von Morgan Stanley entsprochen hat. Deals in Milliardenhöhe, durchgezogen in wenigen Tagen. Ein Rausch aus schnellen Entscheidungen, Telefonaten, E-Mails. Für millionenschwere Investmentbanker das Lebenselixier ihrer Arbeit. Auch bei der NBW geht es um viel Geld. Der Wert der Aktien muss festgelegt werden und Stefan Mappus muss verhandeln. Wieder schreibt ihm Dirk Notheiß auf, was er sagen soll. Ich leite ein und lege die Agenda fest. Dann sagst du, okay, können Sie bestätigen, dass wir einen Deal bei 39,90 Euro haben? Kurze Zeit später, Telefonkonferenz mit Henri Prolio, dem Chef der EDF Frankreich. Prolio will 40 Euro plus Aufschlag. Und Stefan Mappus schlägt ein. Eine Entscheidung von wenigen Minuten. Der Preis 4,7 Milliarden Euro. 4,7 Milliarden, die das Land Baden-Württemberg den Franzosen für deren Anteile an der NBW bezahlt. Ein gutes Geschäft für die EDF. Da geht es bezüglich der Preisfindung wirklich zack, zack. Also ich lese es jetzt mal wörtlich vor. Herr Mappus zitiert den Buchwert der Aktien in den Büchern der EDF mit 39,90. Herr Prolio erwidert, unter 40 geht nichts. Also ich übersetze es jetzt bereits. Herr Mappus erwidert, okay, 40 per Share. Das war jetzt zackig. Also muss ich sagen, das ist so die Entscheidungsstil, den wir von Ihnen gewohnt sind. Aber hätte Morgan Stanley nicht erst mal prüfen müssen, welchen Wert das Aktienpaket tatsächlich hat? Ist es wirklich gängige Marktpraxis, genau den Preis als Kaufpreis vorzuschlagen, der bei der EDF in den Büchern steht? Wir haben ja hier letzten Endes den Buchwert in der Konzernbilanz der EDF abgeschrieben, wenn man so will. Das ist sicher keine ausreichende Grundlage für eine Preisfindung. Denn wie jeder weiß eigentlich in der Branche, bieten Bilanzen gewisse Spielräume in der Bewertung. Und diese Spielräume gilt es auch auszuloten und am Ende zu gewichten, um zu einem vernünftigen Preis zu kommen. Dabei wäre es doch der Job von Dirk Notheiß gewesen, für seinen Kunden einen möglichst günstigen Preis auszuhandeln. Das erschien mir auch nach der Beratung von Morgan Stanley ein sehr guter Preis. Und der Überzeugung bin ich heute noch, dass es ein sehr guter Preis war. Aus damaliger Sicht war der vereinbarte Kaufpreis von 40 Euro je Aktie zuzüglich 1,50 Euro Dividendenvorauszahlung angemessen. Er war fair. In einer E-Mail liest sich das anders. Dirk Notheiß an René Prolio. Dein Bruder hat dem Deal bereits für 40 Euro zugestimmt. Wir beide wissen, das ist mehr als üppig. Herr Abgeordneter, erstens, es war nicht die Empfehlung meines Freundes, sondern es war die Empfehlung von Morgan Stanley, um das mal klar zu sagen. Das ist kein Einzelhandelsunternehmen, das ist keine Würstchenbude, wo einer hinter dem Tresen steht, sondern es ist die zweitgrößte Investmentbank der Welt. Hat Morgan Stanley wirklich einen angemessenen Kaufpreis ausgehandelt? In Düsseldorf hat der Wirtschaftsprüfer Martin Jonas im Auftrag der grün-roten Landesregierung versucht, das herauszufinden. Den NBW-Deal noch mal ganz genau analysiert. Also Morgan Stanley
konzentriert sich auf das hohe Ergebnis des Jahres 2010. Und mit diesem hohen Ergebnis des Jahres 2010 kommt Morgan Stanley auch zu einer hohen Bewertung. Das ist unseres Erachtens nicht angemessen, weil im Jahr 2010 schon erkennbar war und auch von vielen, insbesondere Analysten, schon erkannt wurde, dass das Ergebnis von ENBW in der Zukunft sinken wird, und zwar sehr deutlich sinken wird. Und deswegen haben wir unsere Bewertung auf Basis eines absinkenden Ergebnisses von ENBW vorgenommen und kommen so zu einem Wert, der 834 Millionen unter dem Wert von Morgan Stanley liegt. Über 800 Millionen Euro hätte Mappus demnach zu viel bezahlt und damit wir Steuerzahler. Auch die Landesbank Baden-Württemberg sah vor der Vertragsunterzeichnung den Aktienwert bei maximal 37 Euro. Wie konnte Morgan Stanley trotzdem zu dem Ergebnis kommen, der Preis von 40 Euro je Aktie sei fair? Man kann natürlich von den Kennzahlen, die man findet, diejenigen betonen, die einem helfen, und diejenigen negieren, weglassen, die einen stören. Und geholfen hat in der Argumentation von Morgan Stanley das hohe Ergebnis 2010. Deswegen finden Sie das als Hauptargumentation. Und negiert wurde, dass es danach abwärts geht. Je teurer der Deal, desto höher die Provision für die Investmentbank. Notheis musste nur darauf achten, dass keiner den Preis nachprüft. Auch hier hatte der Banker vorgesorgt. Noch eine Bitte. Und es ist wirklich wichtig, dass du das auch so exekutierst. Du wirst Anrufe von zahlreichen Banken bekommen. Mangold für Rothschild, Späth für Merrill Lynch, Ackermann und andere. Bist plötzlich deren bester Freund. Sie werden dich drängen, ihnen ein Mandat zu geben und werden anbieten, eine Fairness-Opinion sogar umsonst zu machen. Du musst das alles ablehnen. Finden in den Standards, die es gibt zu Fairness Opinions, es gibt zwei Standards bei uns dazu in Deutschland, finden Sie den ganz dringenden Hinweis, dass derjenige, der als Berater eine Transaktion berät, dass derjenige die Fairness Opinion nicht machen soll, weil der Berater natürlich ein Interesse am Gelingen der Transaktion hat. Und deswegen gehört es zum guten Ton, dass die Fairness Opinion jemand anders macht. Und das ist wohl die Sorge, die sich in diesen E-Mails ausdrückt. Er hätte den Deal kurz vor Vertragsunterzeichnung fast zum Scheitern gebracht. Andrei Bykov. Für die Franzosen war er ein Risiko. Denn der russische Lobbyist hatte mit der NBW umstrittene Verträge geschlossen. 300 Millionen Euro hatte Bykov erhalten, um für die NBW Energiegeschäfte im Osten anzubahnen. Insgesamt gab es 34 Verträge in den letzten Jahren. Durch die Verträge mit der NBW konnte man vernünftiges Geld verdienen. Und für dieses Geld habe ich Projekte in 50 Regionen Russlands realisiert. Das war viel Arbeit. Bykov steckte das Geld aus Baden-Württemberg in eine Stiftung, ließ damit Dutzende Denkmäler und Kirchen in ganz Russland bauen. Kirchen mit Inneneinrichtungen aus Gold, bezahlt von den süddeutschen Stromkunden. Aber ging es dabei wirklich nur um Wohltätigkeit und Nächstenliebe oder auch um Steuerhinterziehung und Korruption? Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt. Mit diesem Problem wollen die Franzosen nach dem Deal nichts mehr zu tun haben, verlangen die Mitarbeiter der EDF von jeder Haftung freizustellen. Dirk Notheis wird wütend, schreibt an René Prolio. Wenn dem Ministerpräsidenten klar wird, dass hier Spielchen gespielt werden, kann ich für nichts mehr garantieren. Unterschätzt nicht die Macht dieses Mannes. Er kontrolliert 30% der CDU-Parteitagsdelegierten und kann mit seinen Truppen Angela Merkel töten. Der Tonfall mutet an wie Händlersprache. Das ist unter Händlern mitunter, oder unter Händlern geht es mitunter recht rau zu. Da wird auch gerne mal etwas härteres Vokabular rangenommen. Es ist auf der Führungsebene aber eigentlich sehr, sehr unüblich. Die Banken versuchen das
eigentlich auch zu unterbinden, indem sie mittlerweile zumindest international tätige Investmentbanken unterhalten, sehr oft auch Mailfilter, die mit Zustimmung der Mitarbeiter entsprechend aktiv geschaltet sind, dass bestimmte Kraftausdrücke nicht fallen oder dann eben auch auffallen und dann die Mitarbeiter entsprechend korrigiert werden. Der Tonfall ist in dem Fall meines Erachtens nicht sehr professionell und für eine Führungsebene absolut unüblich. Die Drohung von Notheiß zeigt Wirkung. Die Franzosen nehmen ihre Forderung zurück. Die Vertragsverhandlungen werden fortgesetzt. Stefan Mappus hält sich ans Drehbuch, exekutiert, was andere ihm vorgeben. Die Franzosen fordern absolute Geheimhaltung und Stefan Mappus schottet sich ab, trifft einsame Entscheidungen. Mappus bekommt seine Informationen ausschließlich von Dirk Notheiß. Der tut sich schwer, im Untersuchungsausschuss darzustellen, wie er mit dem Ministerpräsidenten tatsächlich kommunizierte. Ich habe jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, wie häufig wir telefoniert haben. Zumindest die E-Mails lassen sich ja nachvollziehen, inwieweit die Kommunikation... Also es müsste dann telefonisch, theoretisch persönlich gewesen sein. Also mailmäßig taucht der Ministerpräsident so gut wie nicht. Ich glaube, an den zwei Tagen glaube ich sogar gar nicht. Das habe ich jetzt nicht 100% im Kopf. Weiß es auch nicht genau. Aber wir haben... meiner Meinung nach regelmäßig gesprochen. Wenn es irgendwelche wichtigen Aspekte, Ereignisse aus der Verhandlung gab, habe ich ihn darüber unterrichtet. Ich glaube, man muss die Person Mappus kennen, um manches in diesem Fall zu verstehen. Und es ist in der Tat so. Herr Mappus ist ein höchst misstrauischer Mensch, der vielen nicht getraut hat. Wir haben ja die Geschichten, dass Telefonate geführt wurden, dass der Fahrer den Wagen verlassen musste, wenn Telefonate geführt wurden, dass er nachts nach Frankreich geflogen ist, um am nächsten Morgen wieder an seinem Schreibtisch zu sitzen und keiner hat es gemerkt. Das ist schon fast so eine Art paranoide Grundstimmung, die man da spüren kann. Auf der anderen Seite gehört zu Herrn Mappus aber auch das Bild, dass er den Menschen, denen er vertraut, eben 100.000%ig vertraut. Und wenn er Menschen wie Herrn Notheiß vertraut, dann hat er eben hier nicht nur einen politischen Fehler gemacht, sondern wahrscheinlich auch menschlich versagt. Bei der EDF, bei Morgan Stanley und in der Anwaltskanzlei arbeiten Hunderte von Mitarbeitern Tag und Nacht an diesem Deal. Innerhalb von 9 Tagen wird er durchgezogen. Im Staatsministerium aber sitzt Mappus allein und vertraut auf seinen Freund und fremde Anwälte. Für mich ist dieser Mappus ein Exempel für die neoliberale Selbstentmächtigung der Politik. Ich habe selber keinen gestalterischen Impetus mehr. Ich beuge mich dem Markt, ich beuge mich den großen Weltfirmen, Morgan Stanley, und versuche den Anschein zu erwecken nach außen hin, ich bin selber der große Auftreter, der große Macher. Es hat was von Selbstentmächtigung. Stefan Mappus gerät in die nächste Zwickmühle. Die Franzosen wollen Verhandlungen ohne Bedingungen. Niemand soll das Geschäft gefährden, kein fremder Investor und vor allem kein Parlament, das sich in letzter Minute querstellen könnte. Offiziell bestreitet die EDF, den Deal vorbei am Landtag in Baden-Württemberg gefordert zu haben. Doch klar ist, sie akzeptiert keinerlei Bedingung. Aber Stefan Mappus glaubt nicht, dass solch ein Milliardengeschäft ohne den Segen des Parlaments möglich sein wird. Der Ministerpräsident hat gesagt, ich glaube, ich brauche das Parlament für diese Transaktion. Und ich bitte entsprechend einen Vorbehalt gegenüber der EDF in den Verhandlungen durchzusetzen. Es ist uns nicht gelungen, diesen Vorbehalt in den Kaufvertrag hineinzuverhandeln und entsprechend hat sich dann der Prozess begeben, wie besprochen. Der Weg am Parlament vorbei, ausgetüftelt von den Anwälten. Zunächst waren sie ebenfalls der Auffassung, das Parlament müsse gefragt werden. Doch mit Mappus sprachen sie darüber nie. So wollte es Dirk Notheiß. Und dann sagte Herr Notheiß, Herr Mappus möchte den Weg aber gehen, ohne Parlamentszustimmung, ohne vorherige. Und er wird ihn gehen, wenn er irgendwie begründbar ist. Und er ist auch bereit, verfassungsrechtliche Risiken einzugehen. Und zwar eher als andere Risiken, die mit einem anderen Weg verbunden wären. Ist heute noch möglich. Die Anwälte finden einen Weg, wie Mappus das Parlament umgehen kann. Mappus sitzt bei einem pikanten Termin.
an Mehrkosten gefordert. Es geht um Stuttgart 21, als ihn die frohe Botschaft von Dirk Notheiß erreicht. Natürlich per E-Mail. Weg ist abgesegnet. Ein Bürgerentscheid zu der Grundsatzfrage. Mappus soll das sogenannte Notbewilligungsrecht in Anspruch nehmen. Eigentlich gilt es nur für Katastrophenfälle. Damit kann er nun Milliarden bewegen, ohne das Parlament fragen zu müssen. Der Kauf eines Aktienpakets als Notfall der Landespolitik. Es ist etwas ja, ganz Fatales, dass er offensichtlich den Eindruck hat, Demokratie ist diesem Marktgeschehen nicht gewachsen. Die demokratischen Institutionen stören. Der Landtag stört. Das Kabinett stört. Die ministerialen Strukturen stören. Ich bin, um diesem Geschäft gewachsen zu sein, auf mich allein gestellt. Alles soll geheim bleiben. Das Kabinett weiß noch gar nichts. Doch das Notbewilligungsrecht, § 81, hat einen Haken. Stefan Mappus braucht jetzt den Finanzminister. Er muss die Notbewilligung unterschreiben. Ein wichtiger Mann also. Die Frage ist nur, wann soll Mappus ihn informieren? Dirk Notheiß hat natürlich eine Antwort. Wenn du ihn am Montagmorgen in den Griff bekommst, dann würde ich ihn noch nicht vorab informieren. Stefan Mappus bestellt den Finanzminister am Sonntag ein, am späten Abend. 2 Stunden lang lässt er ihn vor der Tür warten, ohne ein Wort der Erklärung. Dann erst wird der Minister eingeweiht. Willi Stechele kann nur noch unterschreiben. Ich bin jetzt nicht abends dann ins Bett gegangen und sage, jetzt bist du einer Ente aufgesetzt, jetzt bist du einer Falschberatung aufgesetzt. Das war nicht der Fall. Das ist mir ganz wichtig, weil das ist das, was für mich entscheidend war, dass ich rausgegangen bin und gesagt, jawohl, nach Artikel 81 ist das machbar. Einer Zeitung sagt er später, es ist eine Schweinerei, die da passiert ist. Weil andere vor ihm Bescheid wussten. Der Tag der Entscheidung, Kabinettssitzung in der Villa Reitzenstein. Die Minister müssen zustimmen, eine große Wahl haben sie nicht. Obwohl dem damaligen Justizminister Üble schwant. Ab dem Zeitpunkt war mir klar, dass wir ein rechtliches Problem haben. Trotzdem, er schweigt. Wie die anderen Minister. Jetzt stehen Sie typiert da, als diejenigen, die umgangssprachlich gesagt den Schwanz eingezogen haben, die sich klein gemacht haben, die sich vom Ministerpräsidenten haben überrollen lassen, die gebuckelt haben. Da, wo sie hätten aufrecht stehen müssen. Der Deal ist unter Dach und Fach. Dirk Notheiß kann den Ministerpräsidenten zur Kasse bitten. Morgan Stanley braucht dringend ein finanzielles Erfolgserlebnis. Wir sind laut Vertrag gehalten, die Rechnung zu stellen. Macht 12,8 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer. Spricht aus deiner Sicht irgendetwas dagegen, die Rechnung jetzt zu stellen? Gruß, Dirk. Und Stefan Mappus antwortet. Geht es auch, die Rechnung in circa 3 Wochen zu stellen und die Bezahlung unmittelbar nach der Wahl durchzuführen? Die ist heute in 32 Tagen. Liebe Grüße, Stefan Mappus. Für dich mache ich doch alles. Wann genau sollen wir die Rechnung stellen? Sag mir das Datum. 25. März? Wäre super. Liebe Grüße, Stefan Mappus. PS, falls die Kohle nicht mehr reicht, ich spendiere im Staatsministerium warmes Essen und warme Getränke. Nur 2 Monate nach dem Deal brechen die Grundlagen für dieses Geschäft zusammen. Fukushima. Der Atomausstieg in Deutschland. Die NBW-Aktie stürzt ab. Stefan Mappus verliert die Landtagswahl. Der Grüne Winfried Kretschmann kommt an die Macht. Inzwischen hat der Staatsgerichtshof den Deal für verfassungswidrig erklärt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue. Obendrein kommt heraus, Stefan Mappus hat seine Festplatte von damals schreddern lassen. Heute räumt der ehemalige Ministerpräsident Fehler ein. Die gewählte Vorgehensweise
war aus den genannten Gründen zwingend. Aber sie war für einen normalen, geordneten und eigentlich alltäglichen Verfahrensablauf einer Verwaltung in gewisser Weise auch eine Zumutung. Notheiß ist nicht mehr Deutschlandchef von Morgan Stanley. Und er hat sich inzwischen für den Ton in seinen E-Mails entschuldigt. Der Banker und der Ministerpräsident gestartet zum gemeinsamen Höhenflug, der nur im Absturz enden konnte. Für Notheiß und für Mappus. Er respektiert das große Geld. Und er, in seinem ganzen Verhalten, bringt etwas zum Ausdruck, was ein demokratischer Politiker einfach nicht darf. Nämlich den Satz unterschreiben und akzeptieren, dass Geld die Welt regiert. Es ist eine fundamentale Beleidigung von Demokratie und von Volksherrschaft. Der CDU-Ortsverband in Wurmberg steht zu Stefan Mappus. Das kleine Einweihungsfest ist in vollem Gange. Applaus für den Mappus-Steg. Ich glaube schon, dass es ihm auch was gebracht hat, für uns als auch für ihn. Er hat gesehen, dass auch noch etliche zu ihm halten, ja, die auch einfach erkennen, dass die Werte da sind, die wir brauchen, auch in der Gesellschaft. Also ich denke schon, er fühlt sich hier wohl und wenn die Leute an ihn glauben, dann ist es auch so. Ne? Gut eine Stunde bleibt Stefan Mappus mit seiner Familie.